wüsste ich, warum möchten wir eigentlich Propheten auf unserem Weg haben? Also töten oder also physisch oder metaphorisch. Möchten sie einfach nicht mehr unter uns haben, weil sie etwas sagen, was uns nicht einfach passt. Und was ist das eigentlich? Antwort auf diese Frage könnten wir in dem, was Jesus sagt, finden. Jesus macht diese Metapher von seinem Wunsch, dass wir einfach eine Einheit werden. Dass er möchte, wollte uns alle unter den Flügeln, wie ein Huhn seine Küken unter ihren Flügeln haben möchte. Versammeln. Und das passt uns aus vielen Gründen nicht. Wir Menschen haben eine Tendenz in der ganzen Geschichte, sich von anderen zu unterscheiden und uns, die wir einer bestimmten Gruppe zugehören, mehr Rechte zu geben als den anderen, aus irgendwelchen erdachten Gründen. Und so würden bestimmte Propheten in der Vergangenheit, weil ich würde gerne ungern Propheten nur zu den alttestamentlichen Zeit zu begrenzen, die würden sagen, okay, die Sklaven sind auch Menschen und die haben auch bestimmte Rechte wie andere Menschen. Okay? Das könnten viele Menschen, also wollten nicht das einfach wahrhaben. Und die Menschen, die die Rechte der Sklaven verteidigt haben, die wurden einfach getötet. Dann hatten wir diejenigen, die Afroamerikaner, die gleichen Rechte geben wollten, wie zum Beispiel Martin Luther King, wie den anderen. Die wurden auch getötet. Und dann kamen diejenigen, die sagten, auch vielleicht bestimmte Außenseiter, die sollten auch ihre Rechte haben. Die würden auch aus der Seite, also beseitigt. Zum Beispiel diejenigen, die in Südamerika über Rechte, die den Einheimischen gekämpft haben, wie auch in den letzten Zeiten geschieht, die würden getötet. Also wir haben so viele Propheten, die sich über die Gruppen, die wir einfach nicht die gleiche Rechte geben möchten, die verteidigen, die wir beseitigen. Und jetzt heutzutage würden wir auch erwähnen können, Menschen, die zum Beispiel über die Rechte der Tiere oder Rechte der einfach der Natur kämpfen, weil die auch ein Teil von der Schöpfung sind. Und wahrscheinlich, also wenn Jesus sagt, der wollte uns alle unter ihren Flügeln haben. Ja, ich glaube, dass der Papst Franziskus das auch so breiter sieht. Er spricht von der ganzen Schöpfung. Und ja, und trotzdem. Diejenigen, die über die Natur reden, über Rechte der Tiere, die wurden einfach auch verlacht, beiseite geschoben. Und diejenigen werden auch nicht ernst genommen. Ja, ich glaube, dass dieses Evangelium öffnet uns die Augen darauf, dass das, was die Propheten sagen, nicht selbstverständlich sein wird. Wir werden eher tendieren, die einfach aus dem Weg zu haben. Und ich hoffe, dass dieses Evangelium uns daran ermahnt. Das ist mein Verständnis. Teile mit mir deins.